Yo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Castlevania Dawn of Sorrow. Ja, im letzten Part habe ich ja ein bisschen nachgeguckt, wie es weitergehen könnte. Oder nachgesucht, ja gesagt. Ich habe noch nichts nachgeguckt, weil ich dachte, ach und das können wir auch noch zusammensuchen. Denn ich habe schon eine Vermutung, was wir erstmal machen können. Und zwar den erstmal töten. So, du stirbst jetzt. Und genau, erstmal zum Teleporter. Und nochmal zum Anfang zurück. Denn ich habe überlegt, erstmal, dass wir zum Hammer gehen. Vielleicht hat er nämlich neue Karten. Und sonst in dem Labor könnte ja noch was sein. Da waren ja noch viele Wege versperrt. Vielleicht kommen wir jetzt da durch Doppelsprung da irgendwie weiter. Oder durch den Puppenspieler. Dann können wir direkt noch was Neues craften. Okay, da hätten wir neue Waren. Genau, kann ich noch direkt ein paar Tränke holen. Brauche ich auch wieder welche. 8000. Okay, so. Okay, dann nehmen vier Stück nur. Mist, ja, habe ich schon beide. Na gut, sonst kann ich mir nichts leisten. Ja, wie gesagt, ich vermute da im Labor. Aber ich würde mal kurz so was Neues craften können. Hi, Soma. Was kannst du mir über Celia erzählen? Ich weiß nur, dass sie die Priesterin des Kults ist. Und dass sie die Fähigkeit besitzt, Tore zur dunklen Seite zu öffnen. Zur dunklen Seite der Macht. Oh Gott. Jetzt ist ja neue Star Wars. Bist doch nicht. Was bringt dir das Öffnen dieser Tore? Sie kann Monster und Dämonen beschwören. Außerdem schafft sie so Orte, die Energie von der dunklen Seite beziehen. Ah, okay. Das erklärt, warum die ganze, ja, Kirche hier. Hier ist ja, glaube ich, eine Kirche, eine ganz riesige, warum die hier voller Monster ist. Man braucht magische Zirkel, um diese Tore zu schließen. Verstehe. Kann ich sonst noch was für dich tun? Ja, ich hätte mal gerne. Was hast du denn so im Angebot? Oh, ich will die große Axt haben, da brauche ich den Axtritter halt. Ansonsten, nee, ich brauche nichts. Wäre natürlich gut, wenn wir auch mal wieder neue Waffen finden würden oder halt welche kaufen würden. Aber da reicht ich das Geld einfach nicht. Ja, dann, wie ich gesagt habe, im Labor. Da kann ja auch noch was sein. Ach, aber ich bleibe hinaus. Genau, das Zauberlabor. Und zwar. Ach genau, der Raum hier. Ich erinnere mich. Und zwar wäre es ja möglich, dass jetzt. Ich weiß nicht mehr, was jetzt da war, aber irgendwas hat da auf jeden Fall den Weg versperrt. Das weiß ich ja noch. Aber vielleicht können wir da jetzt entlang. Ne, Fehlanzeige. Aber Moment, links kann ich. Ich habe jetzt gehofft, dass es da rechts weitergeht. Verdammt. Ach, verdammt. Also da ganz hinten rechts am Turm, wo dieses Teil ist da, dieses wo Julius war, dieses genau dieses Siegel, da kann man, da weiß ich auch noch, man kann da nicht weiter, also noch nicht. Okay, dann gucke ich jetzt mal ein bisschen genauer. Ich weiß noch so ungefähr da, wo ich hin muss, das war hier in dem Bereich, aber ich kann nicht darunter. Gibt's? Ah, habe ich's doch gefunden. Da geht's noch weiter. Moment mal, ich habe doch, als ich das privat gezockt habe, hing ich auch an der Stelle. Ich erinnere mich gerade. Gehen wir da mal hin. Genau, ich war eh schon lange nicht mehr. Genau, ich erinnere mich jetzt wieder, da war doch was. Okay, jetzt sind schon sind sie kein Gegner mehr. Und dann ist, ich will mich noch ein bisschen entschuldigen für den letzten Part. Mir ist aufgefallen, ich habe da echt sehr wenig geredet und mir kam das auch echt so. Also, ich weiß jetzt echt nicht mehr, wie meine Stimmung da war. Aber mir kam es echt so ein bisschen vor, als ob ich da so ein bisschen schlecht gelaunt drüber kam bei dem Part. Also, das wollte ich nochmal verneinen. Ich habe jetzt. Ich nehme eigentlich grundsätzlich nicht auf. Also, ich zwinge mich eigentlich nicht zum Aufnehmen. Genau, das wusste ich doch. Hier war sowas. Ich weiß auch nicht, ich war an dem Tag echt einfach ein bisschen genervt während der Aufnahme, diese ganzen Geräusche draußen. Ich glaube,
glaube, das hat mich echt ein bisschen aufgeregt, einfach. Weil ich das ständig unterbrechen musste. Weil ich jetzt auch nicht zum Reden hatte, einfach, ich hatte... Ich habe keine Ahnung, wofür ihr euch da reden sollt. Im Spielgeschehen war jetzt ja da auch nicht viel los in dem letzten Part. Oh. Ja, ich hatte jetzt auch keine großen Themen jetzt gehabt, die ich jetzt ansprechen wollte. Aber jetzt gehen wir in das neue Gebiet und... Ja. Und zwar in die Unterwelthölle. Dann wollen wir mal sehen, was uns hier erwartet. Schon Boss. Ich gehe erstmal unten entlang. Das ist vielleicht ein Speicherraum. Auch eine neue Art von Skeletten. Piraten-Zombie. Ah, nee, Zombies sind das. Okay. Ich bin wetten, da ist jetzt ein Speicherpunkt. Tatsächlich. Genau, und zu dem Boss wollte ich eigentlich zuerst hingehen. Und ich habe mal wieder. Ja. Viel zu früh. Zum Beispiel C4 und Gergot, die habe ich schon viel zu früh gemacht. Dazwischen sollte eigentlich erst der Boss kommen. Deswegen wird mir der hier wohl ein bisschen einfacher erscheinen. Oh, die kann, das sind keine Arschlöcher sein. Wie man gerade sieht. Gott verdammt. Schon wieder hier überall Lärm draußen. Ich habe jetzt auch gerade das Fenster offen, weil so ein gerade so stickig ist und draußen so schöne Regenluft. Aber das hat schon gesehen, dass man braucht hier noch das alte Siegel. Okay, Harp hier brauche ich da mal. So, ja, und man sieht einfach nur, dass... Ja, wir können ja nicht schwimmen. Deswegen... Ah. Ja, deswegen können wir nur angreifen, wenn er nach oben kommt. Oder ich werfe mal eine Axt. Kann ja auch helfen. An diesem Lichtchen kann man gut sehen, wo der gerade herkommt. Okay, ja, wenn ich das Viech jetzt gerade nicht so... extrem belästigt hätte, wäre der Kampf jetzt nicht so knapp. Ja, komm, spring hoch. Ich mag es, wenn du hochspringst. Okay. Gut, hat ihn noch getroffen, die Axt. Finde ich gut. Oh, das macht schön viel Schaden. Ja, das macht Schaden. Okay, Nervennahrung nehme ich mal. Genau, hier ist auch noch viel, ja, viel mehr angewiesen auf MP. Also man sieht, im Gegensatz zu Area of Sorrow ist der Schwierigkeitsgrad schon etwas höher. Da habe ich ja echt die Nervennahrung erst beim letzten Boss gebraucht. Ah gut, kann man auch hier stehen. Ach alles, die Bosse sind ja auch viel schwieriger. Also ist jetzt nur meine Meinung. Aber gut sind beide Spiele. Also ich kann es auch echt nicht sagen, ob jetzt einer von den beiden besser ist. Ich mag beides, beide Teile sehr. Ja, gut, die neue Dawn of Sorrow hat natürlich ja noch ein paar grafische Erweiterungen, dass man auf beide Bildschirme gucken kann. Scheiße. Ich hätte mich mehr auf den Boss konzentrieren sollen. Ja, aber jetzt mal ehrlich, wann hat man das letzte Mal einen Boss gehabt, wo ich nicht gestorben bin? Obwohl. Ja, ne, war nur Dario. Dario und dieses Vogelviech, wie ist das nochmal? Den Namen jetzt vergessen. Diesen, ihr wisst schon, ich meine diesen Voldemort da mit Flügeln. Okay, bei Schaden von hinten großen Schaden anrichten. Da speichere ich erstmal. Aber man sieht ja auch schon, ich erinnere mich jetzt gerade, im dritten Part in Area of Sorrow habe ich mich aber die 404 KP ja aufgeregt. Das war im dritten Part. Das ist jetzt, glaube ich, der 13. Part oder so. Ja doch, 13. müsste das sein. Und jetzt haben wir gerade mal 408 KP. Also man hat von Anfang an viel mehr geschwächt. Ja, du stehst mal ganz schnell. Also ja, das ist schon schwieriger gemacht. So. Okay, da. Ja, so. Schön mit der Axt hier in die Fresse. So. Also habe ich es hier schon sehr praktisch. Ja, es ist sehr praktisch. Zwar nur 17, das waren 34 Schaden, wenn die zweimal angreift und zweimal trifft. Aber das ist ja auch schon was, wenn das immer wieder sich wiederholt.
Ja. Na gut, aber der ist jetzt nicht so. Ich finde jetzt nicht so schwer wie andere Bosse, wie zum Beispiel C4 oder Gergot. Ich habe mich nur gerade ein bisschen dumm angestellt, um ehrlich zu sein. Sehr dumm sogar. Ja, komm nochmal her. Aber nur die Attacke, die kann ein bisschen fies sein. Die ist so ein bisschen Mega Man-mäßig. Seht ihr ja. Was ich damit meine, seht ihr ja bald, wenn ich mit ZX anfange. Also ich habe geplant, die Aufnahmen, die werde ich wohl morgen beginnen. Ja. Und dann ist das auch. Ja, sie dann hochgeladen, wenn Kingdom Hearts vorbei ist. Und hier nach Donosaur bin ich noch am Überlegen. Also ich weiß noch nicht, wann ich mit dem Projekt fertig bin. Habe ich jetzt echt keine Ahnung. Weiß nicht, Ende Oktober vielleicht. Obwohl, eigentlich gleich jeden zweiten Tag hoch. Sehen wir ja. Auf jeden Fall würde ich hier noch gerne ein Pokémon-Projekt machen. Und zwar, wenn bis dahin schon Pokémon Schwarz und Weiß 2 draußen sind, dann will ich mal überlegen, ob ich vielleicht eine Weiß 2 Nuzlocke-Challenge mache. Oh, der ist besiegt. Ja, Siegel richtig gezeichnet. Ja, aber ich würde dann gerne so eine Pokémon Weiß Nuzlocke-Challenge machen. Ein paar Regeln habe ich mir schon überlegt. Weil das so Nuzlocke hätte ich echt mal Bock, da überhaupt mal auf ein Pokémon-Projekt. Ja, okay, jetzt sind wir auch unter Wasser, endlich. Weil ich glaube, so mein Parts manchmal ja schon gerne über Pokémon. So irgendwie neuen Spiele und sowas. Und ja, und eigentlich war ich auch schon von Anfang an vor, irgendwie sowas als Projekt zu machen. Nur ich bin halt nicht so gekommen, weil ich jetzt erstmal ja, hier noch ein paar andere Sachen machen wollte. Ja, ansonsten soll ja noch ein Let's Play Together zu Pokémon Weiß kommen, Nuzlocke Challenge. Habe ich ja schon ein Part mitgedreht, aber was soll ich ja mit dem Daniel machen, das. Ja, ich will es ja nicht sagen, aber das kommt einfach nicht so gut zustande, so dann. So, ja, müsst ihr auch verstehen, der hat im Moment auch nicht so viel Zeit. So, und deswegen, da wissen wir noch nicht, wann das kommt oder ob wir das dann überhaupt noch machen. Jetzt habe ich zwar meinen Vater schon seit bestimmten Monat fertig. Oder seit, weiß ich, ja, einen Monat, drei Wochen. Und ja, und ich habe immer noch keinen neuen Safe State geschickt gekriegt. Also da. Ja, okay. Aber das ist aber auch nicht seine Schuld. Der hat echt keine Zeit im Moment. Oder nicht so viel. Und da kann ich auch verstehen, dass er in dem Fall seine eigenen Projekte noch fertig haben will. Weil wer den Effekt LP möglicherweise kennt oder abonniert hat, der, ja, der weiß, dass der lädt nicht immer allzu oft hoch. So, ich habe mal so geguckt, so zwei, drei Parts meistens pro Woche von Fear zockt er im Moment. Ja, deswegen müssen wir einfach mal gucken. Und wenn wir das wohl ja sehr spät kommen, dann das Projekt. Ist natürlich dann auch doof, wenn dann Weiß 2 schon vor Weiß kommt. Daher war ja auch anders geplant. Wir wollten ja ursprünglich auch Pokémon Weiß 2 als Together machen, aber jetzt habe ich doch lieber nachgedacht, so als einzelnes Projekt einfach. Ah, hier kann auch. Da! Schön Fischköpfe, einfach alle kleinmetzeln. Ich würde nochmal eine Seele geben, wenn ich so viel auf einmal besiege. Da kann doch mindestens einer dabei sein, der eine Seele gibt. Ah, Killerfisch. Die Segel droppen immer so schön viel Geld. Mag ich. Ja, da habe ich ja auch meinen. Okay, Wasserstrahl abschießen. Da habe ich ja in Area of Sorrow ja mal einen kleinen Trick gehabt mit den. Dingern, wo ich ja mein ganzes Geld gefarmt habe, später. Okay, brauche ich jetzt nicht so unbedingt. Da bleibe ich hier bei der Axt oder zum Verteidigen beim Puppenspieler. Okay, ich kann hier nicht den. Boah, das sind aber viele. Das sind sogar sehr viele. Und der einfach eiskalt von hinten. Wo sieht man denn sowas? Ah, nur hier. Totale Assis, ne? Genau, da würde ich auch noch gerne auf ein Thema zu sprechen kommen. Und zwar, was haltet ihr von diesen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Assis? Das ist ein Thema, was mich jetzt mal echt so interessiert. So, wie findet ihr diese. Ach, ja, aus der Gedose. Okay, weil jetzt habe ich mich unterbrochen gerade. Also, wie findet ihr, ja, diese. Sag mal so, diese. Ich sage jetzt nur in Anführungszeichen Assis. Ja. Oh. Ach, noch, das war unser Special Move. Hätte ich auch mal wieder benutzen können.
Ja, so diese. Ja, die auch immer so ein bisschen saufen gehen und alles und immer so total freche Antworten geben. Da kennt man ja viele von. Also vor allem hier in Bochum kenne ich so einige, die manchmal so drauf sind. Wollte ich nur wissen, ob euch das, ob euch sowas auch, ob ihr auch sowas kennt, ob euch sowas auffällt oder ob ihr selbst so ein bisschen seid. Jetzt gerade was ich mit Säufer meint, jetzt nicht welche. Ich habe nichts dagegen, wenn jemand das trinkt, aber es gibt ja wirklich so ein paar, denen ist auch so alles scheißegal, die wollen wirklich nur feiern und alles. Da weiß ich echt nicht, ob was richtig ist. Ich bin ja zum Beispiel einer, ich kann feiern überhaupt nicht leiden. Weil ich gar nicht weiß, was sowas soll. Und ja, man sieht schon hier neue Gegner. Erinnert mich ein bisschen an diese aus Yoshi's Island, diese Blurks heißen die, glaube ich. Eine neue Art von Gegner. Nicht gut machen, die Eishappen einfach kaputt machen. Ja, weil das ist mir echt mal aufgefallen, es gibt doch immer mehr davon, weil ich auch so ein paar wirklich kenne, ja, so jetzt nicht bekannt, aber auch echt so ein paar, ja, wo ich auch echt so hab, dass Angst habe, die das zu zendieren. Einfach nur so aus Interesse. Weil ich mir echt was auffällt, dass es immer mehr solche Leute gibt. Das regt mich schon auch manchmal auf, aber macht mir auch Sorgen. Weil ich echt immer mehr Leute kenne, die halt so ein bisschen naiv werden. Also jetzt nicht in der Schule jetzt, aber mit denen man das so ansehen kann, die man so auf der Straße trifft, so. Ich kann schon meistens dann ihre Ausdrucksweise erkennen. Was war das gerade für eine Rose, die ich da abgebildet bekam? Egal, Hauptsache die ist tot. Ja. Wollte ich mal fragen, was ihr so eine Meinung dazu habt. Ob ihr auch so welche kennt. Zum Beispiel so welche. Ich sag mal, du fragst irgendwie normal was und auf einmal, wenn die auf einmal meint, so, was willst du denn? Das geht doch nicht. Das geht doch nicht, ey. Leute. Ich habe jetzt echt keine Ahnung, wo ich hingehe, ob ich überhaupt richtig bin oder falsch. Ich bin jetzt da unten noch gar nicht entlang gegangen, um zu gucken. Kommt aber noch alles. Oh. Ja, du stirbst erstmal. Ach ja, okay, ganz viele neue Gegnerarten. Boah. Das ist auch ganz fiese. Das ist ja ein Gegner, der aus drei Gegnern besteht. Auch dieses Teil immer abschießen kann. Boah. Ne, ich bin jetzt mal ein Trank. Also ich sage jetzt, jetzt sollen sich nicht welche angesprochen fühlen, die selbst vielleicht so solche Eigenschaften haben. Ich meine, es ist echt nur so die Extremen halt. Diese. Ja, die man auch mal in den Gassen trifft und so. Wenn ihr dazu gehört, ich habe nichts gegen euch direkt, ich kenne euch ja nicht. Jetzt ist einfach nur, ja, irgendwie sowas, was mir mal so aufgefallen ist. Also jetzt nicht als Beleidigung verstehen. Ja, Mensch, das ist schon wieder ein neues Gebiet. Sehr hell. Ja. Ich sollte mal mehr auf das Spielgeschehen achten, weil ich echt nicht weiß, was hier gerade los ist. Ach, jetzt kommen wir hier raus. Das trifft sich aber gut, dann kann ich noch direkt zum Speicherpunkt gehen. Ja, also. Ja, hat sich alles gesagt, weil. Also, ich persönlich habe da mit solchen Leuten auch echt schlechte Erfahrungen gemacht. Mit so. Ja, mit denen. Mit so ein paar bestimmt, die ich jetzt als Assis bezeichne. Aber von, falls welche auch irgendwie Probleme mit so welchen haben, einfach ja nicht unterkriegen lassen, von denen sie sich einfach nur fernhalten. Ist das Beste. Einfach sogar schnell gekillt. Also. Oh. Boah. Boah, das ist ja richtig gemein. Oh. Ne, ist mir jetzt echt mal so ein Thema, das ist mir mal so eingefallen. Das sollte ich echt mal so ein bisschen nennen. Weil ich weiß, dass viele Probleme mit sowas haben. Dass diejenigen das auch aufregt. Also so sehe ich das zumindest. Naja, auf jeden Fall. Ja, haben wir jetzt genug über Assis geredet. Ich bin. Ja.
Das reicht erstmal für den Part. Wir haben ja schließlich jetzt so einiges hier entdeckt, während ich gelabert habe. Im nächsten Part geht es dann noch hier rechts entlang, dann nach unten. Und ja, dann sage ich mal, dann bis zum nächsten Part und ciao!